Herzlich willkommen zu unserem ersten Webinar. Mein Name ist Sonja Piersal und als Obfrau und Angehörige von Multiples Myelom Selbsthilfe Österreich begrüße ich Sie gemeinsam mit meinem wunderbaren Team sehr herzlich. Aufgrund Covid-19-Pandemie und den empfohlenen Maßnahmen halten wir diesmal unser Patiententreffen in virtueller Form als Webinar ab. Das heutige Webinar beschäftigt sich mit den diversen Fragen rund um das Thema klinische Studien und damit, welche Auswirkungen Covid-19 auf die klinische Studienlandschaft für Myelompatientinnen in Österreich hat. Frau Oberärztin Dr. Eva-Maria Autzinger, Oberärztin an der Onkologie und Hämatologie im Krankenhaus der Barmherzigen Schwestern Wien, wird den heutigen Vortrag mit dem Titel Bin ich als Studienpatient ein Versuchskaninchen? halten. Als frühere Studienärztin für das Multiple Myelom am Wilhelminenspital in Wien hat Frau Dr. Autzinger viele Erfahrungen und Einblicke in die Abläufe von klinischen Studien gesammelt. Frau Oberärztin Dr. Autzinger steht uns unter anderem als einfühlsame und erfahrene Myelomexpertin und telefonische Beraterin für Myelom am Telefon zur Seite. Der Vortrag von Dr. Autzinger wird circa 40 Minuten dauern, gefolgt von einer 20-minütigen Frage-Antwort-Session, die von Herrn Diplom-Ingenieur Thomas Derntl, Vorstandsmitglied unserer Selbsthilfegruppe, geführt wird. Fragen per Mikrofon sind bei unserem heutigen Webinar nicht angedacht. Ihr Mikrofon wird daher von Beginn des Webinars an stumm geschaltet sein. Ihre Fragen können Sie aber während des Vortrags jederzeit schriftlich in dem Fragefeld des Bedienpanels eingeben. Herr Thomas Derntl wird Ihre Fragen am Ende des Vortrags an Frau Dr. Autzinger richten. Vielleicht noch ein paar Worte zur Erklärung des Bedienpanels für alle, die das erste Mal an einem Webinar teilnehmen. Das Bedienpanel ist das Fenster, das Sie rechts am Bildschirm sehen. Es hat an der linken Seite einen senkrechten Balken mit vier Symbolen. Einen weißen Pfeil im orangen Feld, ein Mikrofon, ein kleines Kästchen, schaut aus wie ein Quadrat und eine Hand mit Pfeil. Wichtig für Sie ist der kleine weiße Pfeil im orangen Feld, mit dem Sie das Bedienfeld aktivieren können. Zeigt der Pfeil nach rechts, ist das Bedienfeld sichtbar und alles ist in Ordnung. Zeigt der Pfeil nach links, ist das Bedienfeld nicht sichtbar. Das ist nicht gut, weil Sie dann Ihre Frage nicht eingeben können. Was also tun? Klicken Sie auf das Pfeilsymbol, dann zeigt der Pfeil wieder nach rechts und das Bedienfeld wird sichtbar. Wieso ist das so wichtig? Noch einmal, im Bedienfeld befindet sich das Fragefeld, wo Sie Ihre Fragen eintippen können. Vergessen Sie nicht, nach dem Eintippen auf Senden zu drücken, sodass auch Herr Thomas Derntl Ihre Frage wirklich zugesandt bekommt. Ansonsten machen Sie es sich bequem, damit Sie den Vortrag gut folgen können. Zu Ihrer Information möchte ich auch noch erwähnen, dass das Webinar aufgezeichnet wird und Ihnen als Video auf unserer Website zur Verfügung stehen wird. Wir bedanken uns sehr herzlich bei unserer Partnergruppe Myeloma Patients Europe für Ihre freundliche und technische Unterstützung. Besonderer Dank gilt Frau Anna Vallejo, die uns von Madrid aus heute zur Seite stehen wird. Nun, genug der einführenden Worte. Liebe Frau Oberärztin Dr. Autzinger, im Namen von Multiples Myelom Selbsthilfe Österreich möchte ich mich sehr herzlich für Ihre Zeit und Ihre ehrenamtliche Unterstützung bedanken und bitte Sie, mit Ihrem Vortrag zu beginnen. Ich freue mich und bin schon sehr gespannt. Bitte sehr.
Herzlichen Dank, Frau Pirsal, für die netten Worte zur Einladung. Ich darf Sie auch recht herzlich begrüßen zu unserem ersten Webinar. Und wir werden uns heute mit der Frage beschäftigen, die sich so mancher Patient auch gelegentlich stellt. Und zwar, ob man, wenn man an einer Studie teilnimmt, ein Versuchskaninchen ist. Wir wissen alle, damit neue Medikamente auf den Markt kommen und verfügbar sind, bedarf es jahrelanger intensiver Forschung. Zunächst der Grundlagenforschung, wo neue Mechanismen entdeckt werden und dann Strategien entwickelt werden, wie man möglicherweise Tumorzellen auf einen neuen Mechanismus effektiv behandeln kann. Und was passiert dabei, wenn eine neue Substanz entwickelt wird? Nun, ich habe hier Professor Ambrosius zur Hilfe. Er ist ein erfahrener Myelomforscher und er liest auch zeitgerecht neue Forschungsergebnisse und neue Ansätze in der Myelomforschung und hat ein neues Präparat, eine neue Substanz mit Hilfe der Pharmaindustrie entwickelt. Wir nennen dieses Medikament Powerful und es soll helfen, die Myelomerkrankung effektiv zu behandeln. Damit Powerful verfügbar ist, muss dieses Präparat mehrere verschiedene Studienphasen durchlaufen. Zunächst eine Phase 1-Studie, gefolgt von einer Phase 2-Studie, die dann übergeht in eine Phase 3. Diese Studien nennt man auch Zulassungsstudien und dann Phase 4-Studien. Was passiert nun in einer Phase 1-Studie? In einer Phase 1-Studie wird ein neues Medikament erstmalig am Patienten erforscht und erstmalig verabreicht. Bei diesen Studien nehmen üblicherweise nur sehr wenige Patienten teil, in etwa 20 Patienten. Und wichtig ist, dass diese Patienten keine weiteren Behandlungsoptionen mehr haben. Das ist wichtig. Das heißt, ich darf diesen Patienten eine weitere Behandlungsoption nicht vorenthalten. Das wären im Wesentlichen Patienten, die im klassischen Sinne als ausbehandelt gelten. Das heißt, ich habe keine verfügbaren Medikamente mehr, die ich zur Behandlung der Myelomerkrankung einsetzen kann, sodass ich Hoffnung setze in ein neues Präparat und diese Patienten frage, ob sie an so einer Studie teilnehmen möchten. Natürlich, wenn ein Medikament erstmalig an Patienten ausgegeben wird, verabreicht wird, ist es wichtig, dass Patienten intensiv betreut und überwacht werden. Das sind eigene Kliniken, die Phase 1-Studien durchführen. Diese Patienten werden wirklich, man könnte das fast meinen, wie auf einer Intensivstation betreut. Die sind überwacht. Was wird dabei überwacht? Herz-Kreislauf. Soll heißen die Herzfrequenz, Blutdruck, die Atemfrequenz, wie die Atmung des Patienten ist und viele andere Dinge auch. Natürlich müssen auch regelmäßige Blutabnahmen gemacht werden. Und was ist das Ziel so einer Studie? Man möchte die richtige Dosierung von Powerful finden. Das bedeutet, man beginnt mit einer sehr niedrigen Dosis und wenn diese Dosierung vertragen wird vom Patienten, wird vorsichtig die Dosis gesteigert, bis Nebenwirkungen auftreten, die man nicht tolerieren möchte. Und das wäre dann diese Dosierung, bei der man üblicherweise innehält. Wenn man diese Daten gesammelt hat, möchte man natürlich Nebenwirkungen besser verstehen. Und man geht über in eine sogenannte Phase 2-Studie. Da ist die Patientenzahl bereits größer, üblicherweise 50 bis 100 Patienten. Und man sammelt dadurch natürlich auch viel mehr Daten und man bekommt einen besseren Überblick an Nebenwirkungen. Sie erinnern sich, in der Phase 1 beginnt man mit einer ganz niedrigen Dosierung, die man vorsichtig steigert. Diesen Patienten verabreicht man von Anfang an die Dosierung, von der man ausgeht,
dass es die richtige Dosis sein könnte und erforscht im Rahmen der Studie, welche Nebenwirkungen in welcher Intensität auftreten. Und Sie sehen schon, wenn natürlich die Patientenzahl größer ist, bekommt man auch viel mehr Daten. Und anhand dieser Daten findet man wirklich dann den optimalen Dosierungsbereich. Wenn diese Daten abgeschlossen sind und das Präparat nach wie vor erfolgreich zu sein scheint und auch die Nebenwirkungen akzeptabel sind, geht die Forschung in eine sogenannte Phase 3-Studie über. Und das sind quasi die Studien, die als Zulassungsstudie gelten, weil das Ziel ist, das Medikament auf den Markt zu bringen. Für diese Studie ist dann schon eine besonders große Patientenzahl erforderlich, üblicherweise ein paar hundert. Wichtig ist, dass eine relativ homogene Patientengruppe ausgewählt wird, also keine Risikopatienten. Warum? Sie werden das vielleicht schon ahnen, Risikopatienten, die weitere Begleiterkrankungen haben, viele verschiedene Medikamente nehmen müssen. Auch unter den Medikamenten gibt es dann Wechselwirkungen. Und dann kann man Reaktionen, die auftreten im Rahmen einer Studie, schlecht zuordnen. Man kann dann oft nicht Rückschlüsse ziehen, ob das von dem neuen Präparat ist, von dem neuen Medikament oder doch auf andere Begleittherapien zurückzuführen ist. Deswegen ist man da relativ streng mit Ein- und Ausschlusskriterien, vor allem mit Ausschlusskriterien im Sinne von Begleiterkrankungen und Begleittherapien. Eine Phase 3-Studie ist üblicherweise aus zwei verschiedenen Studienarmen aufgebaut. Zum einen ein Therapiearm, wo die Patienten die Standardtherapie erhalten, plus das neue Präparat, in diesem Fall eben Powerful. Und der zweite Arm gilt als Kontrollarm, wo die Patienten eine Standardtherapie erhalten. Sie werden sich jetzt fragen, Standardtherapie? Ja, das ist wichtig. Mit einer Krebserkrankung muss man einem Patienten zumindest eine Standardtherapie anbieten. Man kann einen Patienten nicht unbehandelt lassen. Deswegen muss gewährleistet sein, dass alle Patienten, die in dieser Studie teilnehmen, auf jeden Fall eine etablierte, eine zugelassene Myelomtherapie bekommen und nur der Studienarm bekommt zusätzlich das neue Medikament. Sind diese Daten erfolgreich, wird üblicherweise von den Pharmafirmen das Medikament, das Präparat bei der Zulassungsstelle eingereicht und das Präparat ist dann, wenn die Zulassung erteilt wurde, verfügbar. Ich habe jetzt davon gesprochen, dass Risikopatienten nicht eingeschlossen werden. Risikopatienten werden vor allem in Phase 4 Studien eingeschlossen. Das heißt, das Medikament ist bereits zugelassen, aber man möchte mehr darüber wissen, wie vertragen Patienten dieses Präparat, die andere Begleiterkrankungen haben, viele verschiedene Medikamente einnehmen und somit natürlich ein höheres Potenzial an Nebenwirkungen haben. Auch diese Daten sind besonders wichtig, weil so wie im Idealfall ist das ja oft nicht, auch bei uns in der klinischen Praxis. Wir haben Patienten mit vielen Begleiterkrankungen, die auch eine Latte an Medikamenten einnehmen. Und da ist es wichtig, dass man Daten von Phase 4 Studien gewinnt, um ein besseres Verständnis für Nebenwirkungen und Wechselwirkungen zu bekommen. Was passiert jetzt bei einer Studie? Wer nimmt überhaupt an einer Studie teil? Grundsätzlich muss man sagen, Patienten, die sich freiwillig entscheiden, daran teilzunehmen. Also das ist eine absolut freiwillige Sache. Üblicherweise werden sie im behandelnden Zentrum gefragt, ob sie das möchten. Und dann können sie frei entscheiden, ob das für sie in Frage kommt. Wie wird eine Studie durchgeführt? Wichtig ist, Studien werden von einem sogenannten Sponsor veranstaltet und durchgeführt. Der Sponsor ist entweder die Pharmaindustrie, die an der Forschung dieses neuen Präparates arbeitet, oder ein klinischer Forscher. Ein Myelomforscher, der mit Unterstützung der Pharmaindustrie diese Studie durchführen möchte.
Wichtig ist, die Verantwortung für die Studie trägt der Sponsor. Und der muss auch eine Versicherung abschließen für die Patienten. Das ist wichtig. Ohne Versicherung dürfen auch Studien nicht durchgeführt werden. Wie weiß jetzt ein behandelnder Arzt, ein Studienarzt in einem Studienzentrum, wie er den Patienten im Rahmen der Studie betreuen muss? Nun, dazu gibt es einen sogenannten klinischen Prüfplan oder das sogenannte Studienprotokoll. Das ist ein umfangreiches Werk, wo ganz genau aufgelistet ist, welche Untersuchungen erforderlich sind, wie die einzelnen Präparate zu dosieren sind, vor allem auch, wie man die Medikamente anpassen muss, wenn Nebenwirkungen auftreten. Wichtig ist, dass man eine maßgeschneiderte Therapie dem Patienten geben soll und auch kann. Und Ziel ist natürlich, dass der Patient die Therapie bestmöglich verträgt. Das muss man wirklich betonen, Patientensicherheit hat höchste Priorität. Bevor dieses Studienprotokoll überhaupt zum Einsatz kommt, muss es bei der sogenannten Ethikkommission eingereicht werden. Die Ethikkommission prüft ausführlich die Studienunterlagen und erteilt, wenn sie einverstanden ist, ein positives Votum, sodass diese Studie durchgeführt werden darf. Ohne diesen Votum ist es nicht zulässig, Studien durchzuführen. Wer sitzt in dieser Ethikkommission? Die Ethikkommission besteht aus einem Gremium an unterschiedlichen Personen. Das sind nicht nur Ärzte, das sind auch Vertreter von Patienten. Und da wird auch eingehend geprüft, beispielsweise, ob die Studie, also auch die Einwilligung für die Studie, die Einwilligungserklärung für den Patienten verständlich ist. Also damit der Patient verstehen kann, worum es in dieser Studie geht. Die Studien, die bei uns durchgeführt werden, werden anhand der sogenannten GCP-Richtlinien durchgeführt. Was ist das? Das ist ein internationaler Standard. GCP steht für Good Clinical Practice. Man könnte so sagen, das ist das Standardwerk, die Bibel der klinischen, der Durchführung der klinischen Studien. Und die stellt eine gewisse Qualität bei der Durchführung auch sicher. Und dieser Standard ist bei der Durchführung von klinischen Studien einzuhalten. Was passiert jetzt, wenn ein Patient Interesse hat an einer Studie und vom Arzt darüber aufgeklärt wird? Der Studienarzt betreut, der den Patienten dann auch betreuen wird, bespricht mit dem Patienten, was das Ziel dieser Studie ist und wie die Behandlung im Detail ausschauen wird. Das heißt, der komplette Studienablauf wird dem Patienten erklärt. Das ist üblicherweise ein umfangreiches Werk, so eine Patientenaufklärung. Nicht selten sind das 20 Seiten oder mehr, wo alles ganz genau aufgeführt ist, aufgelistet ist. Der Patient weiß auch, wie oft er zu Studienvisiten kommen muss, was bei diesen einzelnen Visiten alles gemacht wird, welche Blutabnahmen etc., welche Untersuchungen. Und dann kann der Patient sich entscheiden, wenn er ausreichend Bedenkzeit gehabt hat, das ist wichtig, also der kann in Ruhe darüber nachdenken und dann wird er seine Einwilligung erteilen. Von dieser sogenannten Patientenaufklärung bekommt der Patient auch immer eine Kopie. Der Arzt unterschreibt das natürlich auch noch und das wird einerseits, das Original wird bei den Studienunterlagen abgelegt und die Kopie geht an den Patienten. Ich möchte jetzt mit Ihnen auch ganz kurz auf Ein- und Ausschlusskriterien zu sprechen kommen. Das ist etwas sehr Wichtiges. Im Rahmen von Studien bezeichnet man das als Screening. Und zwar, wenn man als Patient jetzt die Einwilligung unterschrieben hat, weil man an dieser Studie teilnehmen möchte, wird ausführlich geprüft, ob man überhaupt dafür geeignet ist. Das heißt, in Frage kommt für die Teilnahme an dieser Studie.
Und da gibt es diverse Ein- und Ausschlusskriterien, die müssen vom behandelnden Studienarzt überprüft werden. Und der Arzt muss dann auch bestätigen, dass alle Ein- und Ausschlusskriterien erfüllt sind. Und erst dann kann eine Behandlung im Rahmen einer Studie beginnen. Was passiert jetzt im Rahmen von solchen Screening-Untersuchungen? Da muss man dazu sagen, dass das individuell sehr unterschiedlich ist. Das kommt immer auf die einzelnen Studien an. Üblicherweise werden immer Myelomparameter erhoben, das, was oft als Myelomblut bezeichnet wird. Man nimmt auch ein Blutbild ab, eine Serumchemie, möchte wissen, wie Leberwerte aussehen, wie Nierenwerte sind. Die Elektrolyte werden bestimmt, Blutsalze, also vieles, was auch im Rahmen von üblichen Untersuchungen erhoben wird. Dann gibt es auch immer eine körperliche Untersuchung. Die Vitalparameter, also Blutdruck, Puls, Körpertemperatur werden erfasst. Es gibt meistens auch eine neurologische Untersuchung. Das ist wichtig. Sie wissen, dass als Myelompatient bei manchen Substanzen kann es zu einer Schädigung der Nerven kommen, zu einer sogenannten Polyneuropathie. Und da ist wesentlich zu wissen, ob der Patient zu Beginn der Studie bereits eine Polyneuropathie hat und wenn ja, wie ausgeprägt diese ist. Es ist auch wichtig, dass man das Skelettsystem untersucht, um Osteolysen festzustellen. Üblicherweise wird das heutzutage im Rahmen der Studie mittels Computertomographie oder Magnetresonanztomographie gemacht, in manchen Studien auch mittels einer PET-CT oder sogar einem PET-MR. Mitunter ist auch nochmal eine Beckenkammbiopsie erforderlich. Und bei einigen Studien, kommt wirklich auf das Studiendesign an, aber kann es auch sein, dass Blutproben oder sogar Proben von der Beckenkammbiopsie versendet werden, und zwar an ein Zentrallabor, das im Rahmen der Studie die einzelnen Auswertungen macht. Viele Studien laufen in verschiedensten Ländern, europaweit, manchmal sogar weltweit. Und bei diesen ganz großen Studien gibt es üblicherweise immer ein Zentrallabor, wo alle Proben gesammelt und ausgewertet werden. Was passiert jetzt während einer Studie? Das unterscheidet sich oft nicht im Wesentlichen von einem normalen Ablauf einer Behandlung. Am Tag 1 jedes Zyklus werden Myelomparameter erhoben. Das passiert außerhalb von Studien auch. Zusätzlich werden auch Vitalparameter erfasst, Blutdruck, Pulstemperatur. Das ist außerhalb von Studien nicht immer der Fall, muss man sagen. Und was auch bei den meisten Studien ist, es werden Patientenfragebögen ausgeteilt, wo der Patient bestimmte Fragen gestellt bekommt zu seinem Alltag, wie sehr der Alltag beeinträchtigt ist, einerseits durch die Erkrankung, andererseits durch die Therapie und wie sich das im Verlauf der Behandlung ändert. Man nennt das Quality of Life, also Lebensqualität. Das ist etwas sehr Wichtiges und das sollte meiner Meinung nach eigentlich bei allen Studien mit erfasst werden. Mitunter ist es auch notwendig, dass im Rahmen von Studien regelmäßige EKGs durchgeführt werden, mitunter auch ein Herzultraschall, ein sogenanntes Echo und auch regelmäßig radiologische oder neurologische Untersuchungen erhoben werden. Wie sieht es mit der Studienmedikation aus? Wenn Sie vielleicht sogar schon mal Studienpatient waren, kennen Sie das? Das vom behandelnden Studienarzt eine Medikation ausgeteilt und zur Verfügung gestellt wird. Das ist wichtig. Im Rahmen von Studien wird keine Handelsware verwendet, sondern eigens dafür zur Verfügung gestellte Studienmedikation. Da wird jede Packung registriert, jede Packung hat einen eigenen Code. Das Studienteam oder die Mitarbeiter in einem Studienteam müssen dann auch immer überprüfen, wenn sie eine leere Packung oder einen Blister retournieren, ob beispielsweise
alle Tabletten genommen wurden, ob welche übrig geblieben sind. Manchmal werden sicherheitshalber wird ein bisschen zu viel an Medikation ausgeteilt und auch da überprüft man, wie viel übrig geblieben ist. All das wird protokolliert und erhoben. Was passiert, wenn Nebenwirkungen auftreten im Rahmen der Studientherapie? Nun ja, also nicht die Therapien in der Onkologie und in der Hämatologie sind alle nicht nebenwirkungsfrei. Und gerade im Rahmen von Studien ist es wichtig, dass man das ganz genau protokolliert. Jede Nebenwirkung wird erfasst und wird anhand einer Einteilung einem sogenannten Grading unterzogen. Das heißt, die Schwere der Nebenwirkung wird erfasst. Das ist eine leichte Nebenwirkung, eine mittelgradige, eine schwere Nebenwirkung. All das wird protokolliert. Wichtig ist dann auch, im Rahmen von Studien werden diese Nebenwirkungen analysiert. Das heißt, das Datenmanagement, das diese Daten auswertet, untersucht auch, ob diese Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen, die auftreten können, beispielsweise auf andere Medikamente zurückzuführen sind, direkt vielleicht mit der Erkrankung im Zusammenhang stehen oder doch verursacht sind durch das Präparat. Wichtig ist auch, wenn Nebenwirkungen oder stärkere Nebenwirkungen auftreten, muss der behandelnde Studienarzt eine Dosisanpassung vornehmen. Das ist im Studienprotokoll ganz genau angeführt, weil, wie schon vorhin erwähnt, Patientensicherheit hat höchste Priorität. Die Teilnahme an einer Studie darf für einen Studienpatienten niemals von Nachteil sein. Was passiert, wenn ein Patient vorzeitig aus einer Studie genommen werden muss? Es kann sein, wenn die Grunderkrankung voranschreitet, dass die Behandlung nicht den gewünschten Effekt hat, dann wird die Studie vorzeitig beendet. Kann aber auch sein, wenn unerwartet schwere Nebenwirkungen auftreten, die die Patientensicherheit gefährden könnten. Auch dann wird natürlich eine Studienteilnahme beendet. Und Sie als Patient können auch jederzeit ohne Angaben von Gründen sagen, ich möchte jetzt an dieser Studie nicht mehr teilnehmen und ziehe meine Einwilligung zurück. Auch das ist möglich. Dann darf auch im Rahmen einer Studie nichts mehr dokumentiert werden ab diesem Zeitpunkt. Also sobald Sie die Einwilligung zurückziehen, darf der behandelnde Studienarzt keinerlei Dokumentationen mehr vornehmen. Darf auch nichts mehr weitergeleitet werden an den Sponsor. Nach Abschluss einer Behandlung, beispielsweise in einer Studie, wo 8 Behandlungszyklen vorgesehen sind und der Patient gut angesprochen hat und die Therapie beendet wird, beginnt die sogenannte Nachbeobachtungsphase. Dabei wird in etwa alle 3 Monate dokumentiert, wie es dem Patienten geht, wie es um die Erkrankung des Patienten steht, ist die Erkrankung stabil und ob weitere Komplikationen oder Operationen auftreten, die gar nicht mit der Myelomerkrankung beispielsweise im Zusammenhang stehen oder auch nicht mit der Behandlung. Aber all das wird alle 3 Monate nach Ende einer Studienbehandlung im Rahmen der Nachbeobachtung dokumentiert. Ich möchte mit Ihnen jetzt auch noch ein paar Begriffe aus der Studienwelt durchgehen. Das sind Begriffe, die Sie vielleicht immer wieder mal hören. Und als Patient fragt man sich dann, worüber sprechen die da eigentlich, wenn man hört, dass ein Patient randomisiert wird. Was ist das? Randomisierung gibt es nur bei Studien, die aus 2 oder mehreren Therapiearmen bestehen. Und zwar, das ist wichtig, nicht ein Arzt entscheidet und überlegt sich, in welchen Studienarm er einen Patienten gibt. Nein, das macht ein Computer anhand eines Zufallsprinzips. Das heißt, der Computer wird mit den Daten vom Screening gefüttert und spuckt dann aus, in welchen Studienarm der Patient zugeteilt wird. Das wird Ihnen dann mitgeteilt.
Und daran muss man sich dann auch halten. Also es gibt keine Möglichkeit zu sagen, man möchte doch lieber in den anderen Arm, ob man das vielleicht ändern könnte. Nein, ist man einmal randomisiert, muss dieser Studienarm durchgeführt werden. Es gibt Studien, ich habe vorhin im Rahmen der Phase 3 Studien darüber gesprochen, den Zulassungsstudien, wo zu einer Standardtherapie ein neues Präparat, das eben die Zulassung bekommen soll, in dem Fall war es Powerful, dazugegeben wird. Und da kann es sein, dass die Studie so aufgebaut ist, dass der zweite Studienarm, der das Medikament nicht bekommt, ein sogenanntes Placebo erhält. Das ist dann ein Scheinmedikament, was keinen Wirkstoff enthält. Das muss nicht bei jeder Studie so sein, aber es kann sein, dass ein Patient sozusagen nicht weiß, ob er jetzt den echten Wirkstoff bekommt oder das Placebo. Dann spricht man von einer verblindeten Studie. Das heißt, der Patient weiß es nicht und weiß es auch der Arzt nicht, ob der Patient jetzt den Wirkstoff oder das Placebo bekommt. Dann ist es eine sogenannte Doppelblindstudie. Sie werden sich jetzt fragen, warum macht man das, eine Verblindung oder überhaupt sogar eine Doppelblindstudie? Das hat den Vorteil, dass man sehr unbedarft ist und keine Überlegungen anstellen kann bezüglich Nebenwirkungen. Wenn man natürlich weiß, ein Patient bekommt ein neues Präparat, wo man schon aus vorangegangenen Studien, Phase 2 Studien weiß, dass diese und jene Nebenwirkung auftreten kann, und man dann sehr schnell Rückschlüsse zieht auf das Präparat. Bei Doppelblindstudien ist es nicht gegeben, weil eben beide, weder Patient noch Arzt, wissen, ob der Patient den Wirkstoff bekommt oder doch nur das Placebo. An dieser Stelle möchte ich mich auch eigentlich bei allen Studienpatienten bedanken. Ohne Studienpatienten wären Fortschritte in der Medizin nicht möglich. Man muss wirklich sagen, ohne Studienpatienten gäbe es keine neuen Medikamente. Und das ist eine wichtige Nachricht für mich am Ende meines Vortrages. Als Studienpatient hat man nicht nur selber die Möglichkeit, eine neue Substanz zu bekommen, sondern man dient auch anderen Patienten, denn nur so ist klinische Forschung möglich. Und nur so sind Fortschritte im klinischen Alltag möglich. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen allen danken. Und Sie dürfen mir jetzt gerne Fragen stellen. Bin schon gespannt, was Sie zum Thema klinischer Studien alles wissen möchten. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Herzlichen Dank für Ihren informativen und interessanten Vortrag, Frau Dr. Autzinger. Bevor ich an Thomas Derntl das Wort übergebe, möchte ich noch ein paar Fragen an Sie richten, die an unsere Selbsthilfegruppe vorab per Mail gesandt wurden. Meine erste Frage ist: An wen kann ich mich wenden, wenn ich an einer Studie teilnehmen möchte? Ja, das ist eine gute Frage. Ist verständlich, gerade wenn man hört von klinischer Forschung, von neuen Präparaten, die auf den Markt kommen sollen und vielleicht in Österreich noch nicht verfügbar sind, weil sie noch nicht zugelassen sind, stellen sich Patienten auf die Frage, kann ich diese Behandlung im Rahmen einer Studie bekommen? Sie sollten das auf jeden Fall mit Ihrem behandelnden Arzt besprechen. In den großen Zentren in Österreich sind üblicherweise Myelomstudien verfügbar. Ihr behandelnder Arzt, sofern es nicht vor Ort die Möglichkeit an einer Studienteilnahme gibt, kann auch gerne Kontakt aufnehmen mit den einzelnen Zentren, das heißt das Wilhelminenspital, das Hanusch-Krankenhaus, das AKH, um jetzt nur einige in Wien zu nennen. Aber auch natürlich in den Bundesländern, in Graz, Salzburg, Innsbruck laufen auch Myelomstudien. Und dann kann, wenn eine Studie verfügbar ist, der Arzt mit Ihnen besprechen, ob das in Ihrem Fall sinnvoll wäre und denkbar ist. Und ist das der Fall, kann mit diesem Zentrum Kontakt aufgenommen werden und eine sogenannte
Screening, ein sogenanntes Screening im Rahmen der Studie eingeleitet werden. Vielen Dank. Dankeschön. Die zweite Frage, die ich vorab schon gestellt bekommen habe, ist folgende. Wenn ich an einer Studie teilnehme, die aus zwei Studienarmen besteht und ich in dem Arm bin, der nicht die neue Substanz, also das neue Medikament, in unserem Fall Powerful, erhält, kann ich dann in den anderen Arm wechseln? Das ist eine gute Frage. Ich kann Ihnen aus Erfahrung sagen, dass Patienten, die an einer sogenannten Phase 3, an einer Zulassungsstudie teilnehmen, immer hoffen, dass sie das neue Medikament bekommen. Und dann, wenn das jetzt keine verblindete oder Doppelblindstudie ist, sehr enttäuscht sind, wenn sie erfahren, dass sie in den Arm randomisiert wurden, wo es unter Anführungszeichen nur die Standardtherapie gibt. Ja, kann ich einerseits nachvollziehen. Andererseits muss man sagen, wenn man auch auf die Standardtherapie anspricht, ist ja auch ein Erfolg gegeben und man hat im weiteren Verlauf auch mitunter noch Behandlung, andere Behandlungsoptionen. Weil es gibt manchmal Studien, wo, wenn eine Therapie beispielsweise nicht ideal wirkt, der Patient die Möglichkeit hat, in den anderen Studienarm aufgenommen zu werden. Oder ist das im Studienprotokoll nicht vorgesehen und mit der Standardtherapie wirklich keine zufriedenstellende, kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt worden? Gibt es beispielsweise die Möglichkeit im Sinne von Compassionate Use, nennt sich das, dass von der Pharmafirma dieses Präparat zur Verfügung gestellt wird? Das heißt, da kann der behandelnde Arzt eine Anfrage bei der Pharmafirma stellen, die überprüft dann, ob das möglich ist und stellt üblicherweise kostenlos das Medikament zur Verfügung. Diese Möglichkeit gibt es auch. Was nicht geht, dass man als Patient sagt, man ist jetzt mit dem Studienarm nicht zufrieden und möchte dem anderen Arm zugeteilt werden, das ist nicht zulässig. Vielen Dank. Eine weitere Frage ist, werde ich aus einer Studie ausgeschlossen, wenn ich einen Kontrolltermin nicht wahrnehmen kann? Das ist auch eine sehr wichtige Frage, gerade in der jetzigen Zeit. Also aufgrund der Corona-Situation war es wirklich für manche Patienten schwierig, die Termine wie geplant wahrzunehmen. Teilweise wurde auch seitens der Kliniken manche Kontrolltermine abgesagt oder verschoben. Grundsätzlich ist es so, dass man, wenn man einen Termin nicht wahrnehmen kann, nicht sofort aus der Studie rausfällt. Ist es so, dass ein Patient Kontrolltermine wiederholt nicht wahrnimmt, muss man sich schon überlegen, ob das im Rahmen der Studie dann noch sinnvoll ist, weil man natürlich schon regelmäßig die Daten erheben möchte. Passiert das ein- oder zweimal, also wenige Male, ist das üblicherweise kein Problem. Genauso ist das auch mit der Verabreichung der Therapie. Man versucht das immer möglichst punktgenau alles durchzuführen, aber auch beispielsweise aufgrund von Feiertagen zu Weihnachten, zu Ostern, kann es sein, dass die Studientermine nicht streng nach Plan erfolgen können. Und da gibt es immer im Protokoll Vorgaben, dass man um ein paar Tage die Therapie verschieben kann. Also das stellt üblicherweise kein Problem dar. Vielen Dank. Und eine weitere Frage noch. Wo erfahre ich, welche Studien in Österreich laufen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wir haben leider derzeit keine Plattform oder keine Homepage, die all die Studien, die in Österreich laufen, auflistet. Wenn Sie als Patient wissen möchten, wo welche Myelomstudien laufen, können Sie oder müssen Sie auf die Homepage der einzelnen Klinik, auf die Homepages der einzelnen Kliniken klicken und schauen, welche Studien verfügbar sind. Manchmal ist das leider auch nicht immer
aktuell. Wahrscheinlich ist es auch leichter, wenn Sie dann direkt mit diesem Zentrum Kontakt aufnehmen und fragen, welche Studien einerseits verfügbar sind und ob Sie einen Beratungstermin, einen Termin für eine Erstvorstellung bekommen können. Wichtig ist auch, wenn eine Studie läuft, gibt es eine sogenannte Rekrutierungsphase. Das heißt, das ist jene Phase, wo Patienten in die Studie eingeschlossen werden. Das heißt, die Patienten erteilen ihre Zustimmung, also ihre Einwilligung, durchlaufen dann die Screening-Untersuchungen und wenn sie für die Studie in Frage kommen, werden sie dann randomisiert. Während dieser Zeit können Patienten oder neue Patienten aufgenommen werden, wenn eine gewisse Anzahl an Patienten erreicht ist, können keine weiteren Patienten mehr aufgenommen werden. Dann spricht man von einem sogenannten Rekrutierungsstopp. Das heißt, die Studie läuft zwar noch, aber es können keine neuen Patienten mehr aufgenommen werden. Deswegen ist es wichtig, wenn Sie eine Studie angeführt finden auf der Homepage von einer Klinik, von einem Zentrum, dass Sie auch wirklich mit dem Zentrum Kontakt aufnehmen, um zu wissen, ob diese Studie oder ob Sie noch in diese Studie eingeschlossen werden können. Das kann aber auch gerne Ihr behandelnder Arzt für Sie machen und das ist auch nicht ungewöhnlich, einen behandelnden Arzt darum zu bitten. Vielen, vielen Dank. Soweit sind alle Fragen, die vorab zugesandt wurden, per Mail von mir gestellt worden und ich möchte jetzt das Wort an Herrn Diplom-Ingenieur Thomas Derntl weitergeben, der weitere Fragen an Sie, Frau Dr. Autzinger, richten wird. Bitte, Thomas. Ja, danke, Sonja. Ich sehe hier in der Fragenbox sind schon einige Fragen eingelangt. Ich möchte mal mit einer Verständnisfrage gleich beginnen an Sie, Frau Dr. Autzinger. Es wird da gefragt, was ist ein Studienarm? Können Sie das bitte noch einmal kurz erklären? Ja, das ist bei den Studien, wo es zwei verschiedene Gruppen von zwei unterschiedliche Therapien gibt. Vielleicht ist es so ein bisschen verständlicher. Das heißt, die Patienten werden entweder in die eine Gruppe oder in die andere Gruppe zugeteilt. Wichtig ist eben als Myelompatient, dass man auf jeden Fall eine Behandlung bekommt. Es wäre unethisch zu sagen, die eine Gruppe bekommt die neue Substanz und die andere Gruppe bekommt gar nichts. Das heißt, wenn es vergleichsarme oder zwei Studiengruppen oder manchmal sogar drei oder vier Gruppen gibt, ist immer gewährleistet, dass sie auf jeden Fall eine Standardtherapie bekommen. Und je nach Studienarm entweder noch ein neues Präparat dazu bekommen. Es kann aber auch sein, und deswegen spreche ich dann von drei oder vier Gruppen, dass die Studienarme sich dahingehend unterscheiden, dass die erste Gruppe die Therapie beispielsweise über 8 Zyklen erhält, die zweite Gruppe bekommt 12 Zyklen, die dritte Gruppe 16 Zyklen und eine vierte Gruppe bekommt die Therapie so lange, wie sie vertragen wird, oder unerwünschte Nebenwirkungen quasi eintreten oder die Erkrankung voranschreitet, sodass die Studienteilnahme beendet wird. Auch das sind Möglichkeiten für unterschiedliche Studienarme. Danke. Die nächste Frage wäre dann hinsichtlich der Teilnahme an einer Studie. Die Frage lautet, wann kann man an einer Studie teilnehmen? In der Erhaltungstherapie, in der Remission oder wenn die Werte wieder schlechter werden? Es kommt natürlich auf die Studie an, aber üblicherweise eine Studie, die auf eine Behandlung abzielt, natürlich wenn die Erkrankung voranschreitet. Das heißt, es ist eine Krankheitsprogression gegeben, sodass eine neue Therapie, eine neue Behandlung erforderlich ist, dann wird man in eine Studie eingeschlossen, wo man Therapie erhält. Es gibt dann noch eine andere Sache, das hat weniger mit Studien zu tun, das nennt sich Register, wo beispielsweise
Therapien von Patienten dokumentiert werden oder auch Krankheitsverläufe, wo man wissen will, wie Patienten behandelt wurden, wie lange sie dann in Remission sind. Das sind keine sogenannten interventionellen Studien, also Studien, wo Medikamente verabreicht werden, sondern da werden Behandlungs- und Krankheitsverläufe dokumentiert. Das wären allerdings sogenannte Register. Okay, danke. Nächste Frage. Wenn ich als Teilnehmer einer Studie eine Progression der Erkrankung erleide und ich muss annehmen, im Vergleichsarm behandelt worden zu sein, also die neue Therapie eventuell nicht erhalten zu haben, welche Möglichkeiten bestehen dann für mich? Konkret erhalte ich dann unter Umständen die neue, hoffentlich bessere Therapie auch außerhalb der Studie? Das ist eine ganz wichtige Frage. Also grundsätzlich ist es so, wenn eine Therapie im Rahmen einer Studie keinen Erfolg bringt und die Erkrankung voranschreitet, muss die Behandlung beendet werden und wird auch beendet. Und sollte man wirklich in dem Arm gewesen sein, wo beispielsweise zur Standardtherapie nur das Placebo eingesetzt wurde, gibt es, das hängt wirklich vom Studienprotokoll ab, mitunter die Möglichkeit, dass man in den anderen Arm übergeführt wird und die neue Substanz dann bekommt? Oder ist das nicht möglich, so wie ich vorhin schon erwähnt habe, gibt es die Möglichkeit im Sinne von Compassionate Use, dass eine Anfrage gestellt wird, ob die Pharmafirma dieses neue Präparat zur Verfügung stellt? Und das würde dann so funktionieren, dass die Standardtherapie fortgeführt wird und als Ergänzung das neue Präparat. Es kann aber auch sein, dass Ihr behandelnder Arzt eine ganz andere Therapie vorschlägt, fern abseits der Studientherapie. Danke. Nächste Frage, die an uns gerichtet wurde. Welchen Nutzen haben Teilnehmer an einer Phase 1-Studie? Diese erhalten ja parallel keine Standardtherapie, oder ist das richtig falsch rübergekommen? Nein, das ist richtig. Das sind wirklich Patienten, denen man auf üblichem Weg keine weitere Behandlung mehr anbieten kann. Das sind wirklich die Patienten, die leider quasi als austherapiert gelten. Das heißt, ich habe auf üblichem Weg keine weitere Behandlungsoption mehr. Und diese Patienten entschließen sich dann eben, bevor sie keine Therapie bekommen, ein neues Medikament versuchen zu wollen. Eine Zusatzfrage noch zu dieser Phase 1-Studie. Aus Ihrer Erfahrung heraus, Frau Dr. Autzinger, wie lange dauert es eigentlich von der Idee, von der ersten wissenschaftlichen Idee, bis es überhaupt mal in eine Phase 1-Studie kommt? Was sind da für Zeiträume eigentlich anzudenken? Also generell, wenn man alles in allem nimmt, von den Daten der Grundlagenforschung, wo man einen neuen Mechanismus entdeckt hat, bis das Präparat verfügbar ist, vergehen leider doch ein paar Jahre. Also man kann es nicht verallgemeinern, aber im Wesentlichen in etwa 3, 4 Jahre, bis es dann verfügbar ist. Nächste Frage ist zur Studienteilnahme. Ich glaube, das ist auch von Interesse. Wie ist das eigentlich? Es ist ja, wir wissen ja alle, es passiert gerade fürs Multiple Myelom weltweit viel Forschung, viele Studien. Wie kann ich eigentlich auch bei Studien teilnehmen, die außerhalb Österreichs stattfinden, wo unter Umständen gar keine österreichischen Institutionen, Spitalseinrichtungen, Universitäten eingebunden sind? Oder geht das überhaupt nicht? Wie ist da Ihr Erfahrung? Naja, das ist sehr schwierig, weil Sie müssen sich überlegen, im Rahmen einer Studie sind regelmäßige Studienvisiten erforderlich. Und im Ausland, also wenn Sie die Möglichkeit haben, im Ausland zu leben, das heißt, man muss ja seinen Lebensmittelpunkt dann auch dorthin verlagern, wäre das möglich. Das heißt, man muss nicht krankenversichert im Ausland sein. Also zumindest, also die Versicherung wird im Rahmen der Studie übernommen, aber Sie müssen Ihren Lebensmittelpunkt ins Ausland verlagern mit allen rechtlichen Konsequenzen. Also das ist nicht ganz so einfach.
Also ich würde meinen, da muss man sich schon auf Österreich eigentlich beschränken. Also das heißt wirklich, das ist die Botschaft, die Sie geben. Also Studienteilnahme ist realistisch eigentlich nur bei jenen Studien, wo österreichische Einrichtungen zumindest mitbeteiligt sind. Es kommt sicher auch auf die Art der Studie an. Es gibt mitunter Studien, die über nur einen sehr kurzen Zeitraum gehen, beispielsweise im Rahmen von Transplantationen, zum Beispiel auch eine allogene Transplantation, wo Patienten nur für diese allogene Transplantation ins Ausland gehen und auch da im Rahmen einer Studie erfasst werden. Aber selbst da muss man wirklich bedenken, dass im Rahmen der Nachbeobachtung immer wieder Kontrolltermine dann üblicherweise auch in diesem Zentrum erforderlich sind und das doch mit einem gewissen Aufwand von Österreich aus dann verbunden ist, dorthin zu fahren. Aber auch da, wenn Interesse besteht, kann man sich auf jeden Fall erkundigen und auch, wie das Studiendesign im Einzelnen aussieht, weil davon hängt es wirklich ab, ob das praktikabel ist oder nicht. Danke. Es ist schon angesprochen worden, da noch eine Detailfrage dazu. Was beinhaltet die vom Sponsor der Studie abzuschließende Versicherung? Eine Versicherung kann im Negativfall ja meine fortschreitende Erkrankung nicht stoppen. Also was kann man sich unter dieser Versicherung vorstellen? Beziehungsweise gibt es da auch Leistungen für den Patienten im Krankheitsfall oder was auch immer? Bitte. Zum Beispiel, wenn eine schwere Nebenwirkung eintritt, die sie in ihrer Lebensqualität massiv beeinträchtigen würde, wenn wirklich eine sehr schwere, unerwartete Nebenwirkung auftritt, die wirklich eine Komplikationen nach sich zieht und sie in ihrer Lebensqualität massiv beeinträchtigt sind, dann zahlt die Versicherung des Sponsors, also die wirklich die Patientenversicherung, die abgeschlossen werden muss, kommt für diese Schäden auf. Okay, danke. Zur Studie und ein bisschen eine statistische Frage auch. Eine Studie umfasst eine ausgewählte Kohorte. Die Ergebnisse werden statistisch gemittelt. Inwieweit trifft dann das Ergebnis für den einzelnen individuellen Patienten zu? Und was bedeutet in diesem Zusammenhang der Begriff Real World Evidence? Naja, das ist eben sehr, sehr wichtig. Die Phase, also wirklich große Patientendaten gewinnt man immer erst durch Phase 3 und letztlich Phase 4 Daten, wo viele Patienten eingeschlossen werden. Und das ist sehr, sehr wichtig, genauso auch quasi, dass man Daten anhand von Registern bekommt, also nicht klinische Studien, sondern wo einfach Ärzte im klinischen Alltag Patientenverläufe dokumentieren, weil natürlich die Studienpatienten, also gerade Phase 1 bis Phase 3 oder noch eben auch Phase 3, doch, das ist immer, wie ich erwähnt habe, eine sehr homogene Patientengruppe. Das heißt, das ist der ideale Studienpatient, der kaum Begleiterkrankungen hat, kaum Medikamente außerhalb der Myelomerkrankung einnimmt, während der klinische Alltag ja oft ganz anders aussieht. Man hat Patienten, die mitunter sehr betagt sind, mitunter viele Begleiterkrankungen haben, viele Medikamente einnehmen. Und auch ich als Arzt möchte ja wissen, der Studienpatient, der natürlich die Medikation gut verträgt, ich möchte dann auch wissen, gilt das auch für einen Patienten, der viele andere Medikamente auch einnimmt. Und deswegen legen wir Wert auf Real-World-Data. Das sind eben Daten, die im Rahmen von Registern erhoben werden, weil die natürlich den klinischen Alltag viel besser widerspiegeln. Und da ist es sicher wünschenswert, wenn noch viel mehr erfasst werden würde. Ja, danke. Ich hätte eine Frage jetzt. Die nächste wäre zur Phase 3-Studie. Da haben Sie den Begriff homogene Patientengruppe verwendet. Können Sie das ein bisschen erläutern? Was kann man darunter verstehen unter einer homogenen Patientengruppe? Dass zum Beispiel Patienten ein bestimmtes Alter aufweisen oder eben manchmal, es kommt wirklich auf die Studie drauf an, ein gewisses Alter nicht überschritten haben dürfen, bestimmte Begleiterkrankungen nicht gegeben sein dürfen,
Beispielsweise kardiovaskuläre Vorerkrankungen. Es kann sein, dass es eine Studie ist, wo schwere Herzerkrankungen nicht vorkommen dürfen, dass eine höhergradige Polyneuropathie nicht gegeben sein darf. Polyneuropathie, ich denke, Sie wissen alle, was das ist, also eine Nervenschädigung, die kann im Rahmen der Myelomerkrankung auftreten durch anhand von als Nebenwirkung von verschiedenen Substanzen, aber kann beispielsweise auch bei Diabetikern auftreten. Und mitunter ist es so, dass Diabetiker, die eine Polyneuropathie haben, gar nicht für eine Studie dann aufgrund der Erkrankung geeignet sind, aufgrund dieser Begleiterkrankung. Genauso ist es oft so, dass Patienten keine Voranamnese haben dürfen zu anderen Krebserkrankungen. Also beispielsweise ein Patient, der vor etlichen Jahren Darmkrebs hatte, Gott sei Dank diese Erkrankung überlebt hat und eigentlich gar nicht mehr beeinträchtigt ist dadurch, aber auch das wäre beispielsweise ein Ausschlusskriterium. Dankeschön. Zu dieser Studienteilnahme habe ich jetzt noch eine Frage da reingekriegt. Oft hört man, dass in Phase 1 Studien auch unter Umständen gesunde und freiwillige Personen mit einbezogen werden. Stimmt das für unseren myelom-onkologischen Bereich? Nein, für diesen Bereich stimmt das nicht. Das ist zum Beispiel, vielleicht fragen sich oder stellen sich jetzt gerade viele auch diese Frage, bei Zulassungen von neuen Impfstoffen beispielsweise. Also in der Onkologie und in der Hämatologie, also wo es wirklich um die Behandlung von Krebserkrankungen geht, wo Substanzen, die in der Krebserkrankung eingesetzt werden, werden im Rahmen von Phase 1 Studien nur Krebspatienten eingeschlossen. Also niemals Gesunde, die eine Krebstherapie erhalten. Bei Impfstudien ist es beispielsweise so, wenn man einen neuen Impfstoff entwickelt, dass man den zunächst an Gesunden verabreicht und schaut, erstens zu welcher Wirkung kommt es, aber auch zu welchen Nebenwirkungen. Das sind ganz andere Studien. Ich habe heute die Studien beleuchtet, wo es wirklich darum geht, eine Zulassung quasi für ein neues Krebsmedikament zu bekommen. Okay, danke. So, und noch eine Frage habe ich auf meinem Screen. Zuerst mal Verständnisfrage, wenn Sie bitte kurz erläutern noch einmal, was eine doppelt blind und randomisierte Studie ist und eine Zusatzfrage dazu. Ich sage jetzt mal als Patient, wenn ich schon sozusagen in einem gewissen progressiven Verlauf bin und dann an einer doppelt blind Studie teilnehme, dann denke ich mir persönlich, ich verliere wertvolle Zeit, weil unter Umständen bin ich in der Placebo-Gruppe und ich verliere wertvolle Lebenszeit und Therapiezeit, die ich eigentlich mit einer effizienten Therapie besser nutzen könnte. Wie sehen Sie das? Also zunächst möchte ich einmal die Begriffe noch einmal erklären. Randomisierung heißt einfach wirklich nur Zuteilung. Zuteilung in eine bestimmte Behandlungsgruppe. Therapie. Sozusagen. Das macht eben ein Computer, also das darf nicht ein Arzt willkürlich entscheiden, der sagt, ah, diesen Patienten möchte ich jetzt in diesen Arm geben und die andere Patientin in den anderen Arm. Nein, das macht ein Computer nach einem Zufallsprinzip. Das nennt man Randomisierung. Doppelblind bedeutet, wenn die Studie, das gilt üblicherweise für die Phase 3 Studien, wo der Patient auf jeden Fall eine Standardtherapie bekommt und dann eventuell das neue Präparat oder eben nur das Placebo. Und doppelblind bedeutet, dass weder Arzt noch Patient wissen, ob die Tablette, die man beispielsweise schluckt oder die zusätzliche Infusion, die verabreicht wird, wirklich einen Wirkstoff enthält oder nur ein Placebo, also ein Scheinmedikament ist. Und doppelblind bedeutet eben, weder Arzt noch Patient wissen es. Verblindet würde bedeuten, dass der Patient es nicht weiß, der Arzt sehr wohl, dem Patienten aber nicht sagen darf.
Die meisten Studien sind aber heutzutage doppelblind durchgeführt, also dass beide es nicht wissen. Und auf die Frage, ob man wertvolle Zeit verliert, genau das ist der Punkt. Wenn ein Arzt der Meinung ist, dass sie von der Teilnahme an dieser Studie profitieren könnten, muss immer gewährleistet sein, dass sie auf jeden Fall eine Standardtherapie bekommen. Das wäre sonst unethisch. Das heißt, wertvolle Zeit verlieren natürlich. Ich verstehe das, die Patienten hoffen immer auf die neue Substanz. Andererseits, auch das kann ich Ihnen aus Erfahrung sagen, wirklich Patienten sprechen ja Gott sei Dank auch auf Standardtherapien an. Und natürlich eine Substanz weniger bedeutet auch eine Substanz weniger, die Nebenwirkungen machen kann. Und gleichzeitig habe ich für eine spätere Erkrankungsphase, wo ich wieder auf Therapie angewiesen bin, immerhin noch eine weitere Option verfügbar. Danke. So, eine Frage kommt noch herein. Ist es richtig, dass in der realen klinischen Praxis nahezu 50% aller angewendeten Therapien außerhalb von Studienergebnissen stattfinden? Darf ich die Frage noch mal kurz? Die Frage lautet, klinische Praxis, in der klinischen Praxis werden ja Therapien angewandt. Und die Frage wird gestellt, ob es richtig ist, dass nahezu 50% dieser angewendeten, in der Praxis angewendeten Therapien eigentlich außerhalb von den Studienergebnissen stattfinden. Das heißt, dass die Therapien ein bisschen anders stattfinden, als es in den Studien eigentlich gemacht wurde. Nein, also üblicherweise ist es schon so, dass man, also so wie in Studien, bestimmte Zeitfenster eingehalten werden. Ich nehme jetzt einfach als Beispiel Revlimid, was vom Tag 1 bis 21 verabreicht wird. Natürlich auch abhängig davon, wie es kombiniert wird und wie alt der Patient ist. Das wird nicht nur im Rahmen von Studien so gemacht, sondern auch außerhalb. Grundsätzlich, wenn ein Medikament seit Jahren bekannt ist und dann auch in unterschiedlichsten Kombinationen oder in unterschiedlichsten Behandlungsmodalitäten eingesetzt wird, kann es sein, dass Verabreichungen geändert werden. Da würde mir jetzt beispielsweise Kyprolis einfallen. Das hat man zunächst in bestimmten Intervallen verabreicht. Wo man wirklich sagen muss, der klinische Alltag gestaltet sich da heutzutage ein bisschen anders, wo das nur mehr einmal wöchentlich gegeben wird und nicht beispielsweise an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Außerhalb von Studien hat man grundsätzlich mehr Spielraum in der Behandlungsmöglichkeit für Patienten. Andererseits muss man sagen, wenn eine Substanz noch nicht so lange bekannt ist, bietet das ja auch viel Sicherheit, weil die Substanz anhand der vorangegangenen Studien gut untersucht ist und da sollte man sich auch sehr an den Vorgaben natürlich halten. Erst wenn man dann wirklich von Phase 4 Studien viele, viele Daten generiert, kann es sein, dass man die herkömmlichen Modalitäten verlässt oder verlassen kann. Ja. So, noch eine Patientenfrage kommt da herein. Brustkrebs vor 12 Jahren mit Chemo, Bestrahlung und Operation. Ist das alles, diese Vorgeschichte, ein Ausschlusskriterium für die Teilnahme an einer Studie? Üblicherweise bezieht sich das auf den Zeitraum der letzten 5 Jahre. Man muss das aber wirklich immer überprüfen, wie die Ein- und Ausschlusskriterien im vorliegenden Studienprotokoll sind. Üblicherweise darf eine weitere onkologische Erkrankung oder hämatologische Erkrankung nicht in den letzten 5 Jahren aufgetreten sein. Wenn das wirklich 12 Jahre zurückliegt, die Erkrankung Gott sei Dank überwunden ist und überstanden ist, sollte das eigentlich kein Ausschlusskriterium sein. Hängt aber vom Protokoll, vom Prüfplan ab. Dankeschön. So, also meine Fragenliste ist jetzt mal abgearbeitet.
Herzlichen Dank an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, die da die Fragen hereingespeist haben. Ich glaube, das hat ganz gut funktioniert. Ich hoffe, dass die Fragenbeantwortung auch so weit rübergekommen ist. Ganz gut. Danke, Frau Dr. Autzinger, für Ihre Geduld. Ich würde gerne jetzt das Wort noch an die Sonja geben. Hast du ein paar Schlussworte? Ich denke, wir haben sind mit unserer Zeit schon eigentlich am Ende. Ja, danke, Thomas. Ich habe Schlussworte und vorher habe ich sogar noch eine Frage an Frau Dr. Autzinger. Vielleicht, wenn wir uns kurz halten, passt das auch noch in die zwar schon überzogene Zeit. Und zwar, welche Auswirkung hat Covid-19 auf die klinische Studienlandschaft für Myelompatienten in Österreich? Hat man die Studien abgeändert oder wie sieht das jetzt aus? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, hat Einfluss genommen vor allem auf die Studien, die auf eine Behandlung abgezielt haben im Sinne einer Induktionstherapie vor geplanter autologer Stammzelltransplantation. Wie Sie alle wahrscheinlich wissen, gab es einen Stopp für die Durchführung von autologen Transplantationen. Es war teilweise dann auch nicht einmal mehr die Stammzellapherese möglich, also das Sammeln der Stammzellen. Und da hat man laufende Studien dahingehend abgeändert. Diese Möglichkeit gibt es. Also man kann auch eine laufende Studie, den laufenden Studienplan abändern. Da wird ein sogenanntes Amendment eingereicht. Dieses Amendment bedeutet, dass die Durchführung abgeändert wird. Wie ich wirklich schon mehrmals betont habe, eine Durchführung einer Studie darf niemals zum Nachteil eines Patienten sein und Patientensicherheit hat immer höchste Priorität. Und in diesem Fall war es dann so, dass man beispielsweise statt 4 Zyklen Therapie, gefolgt von einer Stammzelltransplantation, sich entschieden hat, beispielsweise 2 weitere Behandlungszyklen zu machen oder auch eine Erhaltungstherapie und dann den Patienten zu einem späteren Zeitpunkt zu transplantieren. Und es ist jetzt auch so, dass im Juni die Transplantationen wieder aufgenommen werden, Gott sei Dank wieder aufgenommen werden können, sodass auch da laufende Anpassungen wieder erforderlich sein werden und durchgeführt werden. Sollte man als Patient damit nicht einverstanden sein, hat man auch die Möglichkeit, seine Einwilligung zurückzuziehen und dann eine Behandlung außerhalb der Studie zu bekommen. Liebe Frau Dr. Autzinger, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für Ihren informativen Vortrag und für die ausführliche Beantwortung der vielen, vielen Fragen. Mein Dank geht auch an unser Myelom-Team, an Frau Anna Bayejo von Myeloma Patients Europe und an alle Teilnehmerinnen, die diese vielen Fragen gestellt haben, und die uns bei unserem ersten Webinarabenteuer, die sozusagen bei unserem ersten Webinarabenteuer dabei waren. Wir waren sozusagen heuer alle, jetzt dieses Mal alle Versuchskaninchen. Und wiederholen möchte ich auch noch, dass das Webinar aufgezeichnet wurde und Ihnen in Kürze als Video auf unserer Website zur Verfügung stehen wird. Ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.